Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir schaffen, den Großteil der Bevölkerung in die politische Apathie zu kriegen. Korrespondierend geht das Interesse am anderen runter. Empathie, Solidarität werden reduziert unter Angst. Autoritäre Neigung und Sehnsüchte auf einen mächtigen, schützenden Führer steigen. Eine Dämonisierung der anderen, die Neigung, den anderen zu dämonisieren. Wir suchen in unserer Not der psychischen Verarbeitung dieser inneren Energie, suchen wir möglichst in Personalkategorien einen Verantwortlichen. Und der einfachste Trick, kennen Sie aus dem Leben, verantwortlich ist, dann neigen wir zu, immer der andere. Unter großer Angst neigen wir dazu, den anderen zu dämonisieren, den Fremden, den äußeren Feind. Und deswegen ist eine der Konsequenzen von großer Binnenangst eine Erhöhung der Neigung zum Rassismus. Das hat für die Machtausübenden den Vorteil, dass sie nun die Angst doppelt nutzen können. Die erste Nutzung war, Angst durch die Erzeugung von Binnenangst, psychische Energie von den eigentlichen Zentren der Macht abzulenken. Der zweite Nutzen, den man hat, wenn man durch die Erzeugung von Binnenangst die Neigung zum Rassismus erhöht, dass man jetzt den Rassismus nutzen kann, um ihn wieder als Drohgebilde an die Wand zu malen und sagen, wenn ihr uns nicht wählt oder wenn ihr uns nicht folgt, dann entsteht ja Rassismus.